Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Rancher. Hallo, mein Name ist Katze. Hi, wir haben gestern ein Live-Let's Play gemacht, das ging 30 Minuten und war relativ unspektakulär. Wir haben viel gefarmt und ein bisschen gefüttert. Und heute werden wir uns den Moment Zeit nehmen und hier ein bisschen Party machen, würde ich sagen, indem wir auf unser Labor kraxeln. Müssen wir kurz den Jetpack-Gedöns weiterfüllen. So, jetzt. Und hoch da. So. Das ist gut so. Das war's dann von der Folge. Macht's gut. Ja. War natürlich nur ein Spaß. Hoffe, ich habe das verstanden. Wir sind nun hier auf der Suche nach einigen Dingen. Und zwar möchte ich gerade mal gucken, wie zum Fick wir unser Bett am besten finden, weil es ist relativ spät. Also in-game jetzt. Hoi. Da ist nichts Gutes dabei heute. Ja, auch nicht. Was ist hier? Euch zu farmen ist halt echt kein Problem. So, die Slimes müssen wir kurz entsorgen. Geht auch nicht mit schneller klicken, also warten wir jetzt einfach ab. Okay, nice. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo ist unsere... Okay, wo ist das... Das dürfte da vorne sein irgendwo. So. So, wir brauchen ein paar Feldslimes gleich. Beziehungsweise Feldslimes sind das, was wir jetzt momentan am meisten haben, ja. Rotslimes sind relativ gefährlich. Ich möchte gerne eine Hauptzüchtung machen. Also eine Hauptslime-Art, auf die wir dann in Kombination züchten, damit wir nicht so viele verschiedene Sachen anbauen müssen hier. Und ja. Dafür müssen wir Dinge tun. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte einen übermäßigen Linksdrall mit meinem Stuhl. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das soll. Es kann auch sein, dass ich einfach nur einen extrem anderen Drall gerade habe, aber das ist interessant. Oh, ich sehe gerade, wir können hier theoretisch auch mit Controller spielen. Oh nein, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Okay, aber wir spielen mit Maus und Tastatur, ist sowieso chilliger. So. So. So, das haben wir weg. Wir wollten auch noch das neue Gebiet erkunden. Das können wir gleich, gleich mal machen. Und husten. Wir können auch gleichzeitig noch husten. So. Du wirst hier noch angepflanzt. Ja, doch. Mucke, richtig guter Mucke. So, wir haben nicht mehr lange das Problem. 11.
Hühner können wir leider nicht einlagern, sonst würde ich das sehr gerne tun. Das ist nämlich chillig, Hühner einzulagern, aber das geht leider nicht. Beziehungsweise, von denen werden wir keine verfüttern, sondern die nehmen wir jetzt mal mit. Wir sollten auch die Herzrüben noch mitnehmen, theoretisch. Wir können allgemein mal alles mitnehmen, was wir hier haben, an 50ern. Dann suchen wir uns noch ein paar große Plots aus, wieder so Groß-Slimes, so Lago-Slimes heißen die. Und schauen da mal nach, was die so gerade wollen und tun und tuten tun und tuten 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 tun. Tack, tack, tack. Obwohl, das muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, wenn ich sowieso schon unterwegs bin gleich. Ich laufe sowieso in die völlig falsche Richtung. Ich kann von unserer Base aus besser losgehen. Mal gucken, ob in dem neuen Gebiet noch irgendwo ein Slime ist. Nein, warte, ich habe ja jetzt gerade die hier. Dafür brauche ich die... Okay, ich weiß wieder, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich hin will. Wir gehen jetzt den großen Slime-Block für, nicht den großen Slime, sondern doch den großen Slime, und zwar den Rot, den Radioactive Slime da, füttern. Und der befindet sich hinter einem der Tunnel hier. Oder in einem der Tunnel hier, besser gesagt. Upsala. Hätte ich einen Teleporter verwenden können. Boink. Bin ich denn hier falsch? Nein, ich bin hier richtig, oder? Oh, das ist knapp. Au. Das war nicht nett. Was passiert eigentlich, wenn ich so mache? Ich weiß, was passiert, wenn ich so mache. Dann kann ich dich wegschießen. Böses Leid. Was? Na, komm mal mit. Wir nehmen dich ein Stückchen mit. Was? Aua. Beruhig dich! Ich wollte dich umbringen, Mann. Oh nein. Ein Schleim. Okay, ein Teer. Okay. Hier irgendwo, von da kam ich. Hier irgendwo geht's weiter. Hustende Katze. Halt, stopp. Das ist zu weit. Heppala. So. Hier oben geht's hoch. Hier wird noch weiter ausgebaut. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist doof. Wo ist denn der Slime, den ich suche? Wo ist denn der Slime, den ich suche? War der da vorne? Nichts wissen. Also hier geht es auf jeden Fall auch noch in eine Richtung.
Okay, hier ist auch ein Slimy, okay. Und rüber, ja. Wo ist denn dieser Slime? Wo sind wir denn jetzt? Hier geht's auch nicht weiter. Wo ist denn der Slime, Leute? Ich bin verwirrt. Die müsste hier eigentlich irgendwo sein. Hier könnte es doch irgendwo sein, oder? Hallo? Au, au, au. Das ist einfach unglaublich unhöflich, was ihr gerade mit Katze macht. Nein, 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 au, 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 au. Katze hat euch nichts getan, geht weg. Warum greift ihr mich an? So was Gemeines. Da war ich doch gerade erst. Ich muss wieder zurücklaufen. Also hier geht's anscheinend nicht lang. Drei, zwei, eins. Das können wir nicht einfach machen, den Sprung. 3, 2, 1, 0. Ja, gut. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich nicht mehr weiß, wo der große Slime war. Aber dann sind wir wenigstens mal eine schöne Runde durch die Gegend geirrt und haben trotzdem nicht den Slime gefunden, den wir brauchen. Interessiert mich aber trotzdem, wo der ist. So. So, wir haben einmal den großen Slime, den einen, den können wir, den finde ich aber wieder. Der ist auf jeden Fall im Bergwerk, im Kristallwerk. Er ist auf jeden Fall im Kristallwerk, der eine. Das weiß ich. Was passiert eigentlich, wenn wir einen Teer auf die Bösen schmeißen? Müssen wir irgendwo mal ausprobieren, Leute. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren.
Werden wir den Porter nehmen müssen. Oder können. Oi, oi, oi. Jetzt bin ich gerade am Lügen. Der war doch da vorne hinter der Brücke, oder? Kriegen wir die Energie voll, bis wir wieder am Ende sind? Ich habe keinen Bock zu stoppen. Los, werd voll Energie. Hallo. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ihr sehen wollt, wie wir diesen großen Slime hier durchfüttern, dann schaltet ihr morgen wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ich freue mich über jeden Kommentar.